Du Flo, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Lela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Och nee, dazu bin ich zu müde. Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden. Drei, zwei, eins, Start! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Delasastercast. Es ist Ende des Monats und ich habe mir wieder mal den Flo geangelt, um mit Ihnen über Bücher zu sprechen. Hallo Flo, schön, dass du da bist. Es freut mich, wieder hier zu sein. Ja, wir haben ja letzten Monat nicht über Bücher geredet. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir wegen dem ganzen Umzugsgedöns und so weiter die Bücher des März und des Aprils quasi gleich in eine Folge zusammenfassen. Weil wir kommen, glaube ich, beide nicht so richtig viel zum Lesen, ne? Naja, ich habe schon so ein bisschen was, aber sagen wir mal so, so viel, um drüber zu reden, habe ich nicht gelesen. Ja, wie bist du denn generell zufrieden gewesen, so die letzten zwei Monate? Tatsächlich hatte ich diesmal ein paar richtig schöne Sachen dabei. Natürlich auch wieder Nieten, ist klar, die sind immer dabei, aber ich hatte doch einige Bücher, mit denen ich echt Spaß hatte. Ja, voll gut. Dann würde ich sagen, lass uns doch drüber anfangen. Und ich weiß nicht, hast du deine so ein bisschen nach den Monaten sortiert oder ist das egal? Ganz grob, nur ich werde einiges zusammenfassen, aber ich würde doch mit einem Buch anfangen, das ich so ziemlich kurz nach unserer letzten Sendung gelesen habe. Ich glaube, wir haben da sogar off-air auch noch drüber geredet. Das ist nämlich von Christopher Golden und James A. Moore, Blutbesudelt Oz. Okay. Also ein, ja, das dachte ich auch. Ein Roman, der aus in der Welt von der Zauberer von Oz spielt. Mhm. Nur halt als Horror, richtiger Horror-Roman. Cool. Dachte ich auch. Also es spielt 1933 zur Zeit dieser, wie heißt das, Dust Bowl, diese schweren Staubstürme in Amerika. Und ein junges Mädchen wird während einer dieser Stürme ja mit dem Grauen konfrontiert. Es gibt fliegende Affen, es gibt Vogelscheuchen, es gibt alles Mögliche. So im Großen und Ganzen klingt das schon ziemlich cool. Auf jeden Fall. Leider hält die Geschichte nicht das, was sie verspricht, muss ich leider so sagen. Das hat der Zauberer von uns auch nicht. Stimmt. Es fängt interessant an, ist auch vom Stil her schön geschrieben, aber es passiert mir einfach zu wenig und es liest sich eher wie so wirklich eine Kurzgeschichte. Mhm. Es hat knapp 140 Seiten mit vielen Illustrationen, also es ist auch nicht so viel Inhalt. Und ja, ich hatte mir tatsächlich mehr erhofft von diesem Buch. Und stilistisch, aber halbwegs vernünftig, oder? Ja, ich kenne Golden, der hat ziemlich viel auch so im Bereich Bücher zu Fernsehserien und sowas zum Beispiel geschrieben. Auch Drehbücher, ach, was weiß ich, ob's Buffy war oder alles Mögliche. Und schreiben kann der Mann. Okay. So. Ja. Aber es klingt nach einem spannenden Konzept. Es schade, dass es nicht ganz zu den Erwartungen aufgelebt ist. Fand ich auch. Naja. Ja, so ähnlich ging es mir aber auch mit meinem ersten Buch. Das war gleich wieder ein Hörbuch. The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mike Manson. Ja. Der Bruder von Charles Manson. Er ist sehr gelobt, was ich eigentlich nie so richtig verstehe. Ja, es ist nett, es ist auch schön humorisch. Es ist halt so ein bisschen eine Mischung zwischen Küchentischpsychologie und humoristischem Selbsthilfebuch. Ja, es hat ein paar wahre Punkte, aber mehrheitlich ist das Ganze halt vollkommen verschüttet unter sinnlosen Plattitüden. Es ist unterhaltsam, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Spaß macht es zu hören. Es ist aber halt tatsächlich so ein Ding, das machst du nebenbei. Also irgendwie was mitnehmen tut man daraus, glaube ich, nicht. Aber es war unterhaltsam und wie gesagt, der humoristische Anstrich des Ganzen, der gibt mir schon, der hat mir schon gefallen. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Was wäre denn dein nächstes?
Oh, ich habe mich mal an klassische Kost gewagt. Aha. Ich habe Schall und Wahn von William Faulkner gelesen. Ja. Und ich mag es, aber es ist unglaublich anstrengend. Ja, Faulkner also, ist wahnsinnig schwierig. Vor allem dieses Buch beschreibt also die Geschichte einer Familie anhand von drei Personen. Und besteht aus drei großen Teilen, halt jeweils eine dieser Personen. Und jeder dieser Teile ist anders geschrieben. Und ja, es ja, wie gesagt, sehr anstrengend. Aber wenn man so diese klassischen Südstaaten-Epen mag, fand ich ganz nett. Naja, das Gute ist halt, finde ich, Faulkner hat so ein bisschen die Qualitäten der Russen, was so die charakterliche Düsternis angeht. Aber er hat nicht so diese Krankheit, dass er für dieselbe Person 20 Namen benutzt. Oh, zum Glück, sonst würde man hier nämlich auch überhaupt nicht durchklicken. Ja, aber gar nicht mal so schlecht. Ja, also ich werde bestimmt noch weiter von ihm lesen irgendwann mal, wenn ich Lust habe. Ja, das ist, es gibt ein paar gute, aber ich habe von Faulkner auch, ich weiß gar nicht, ich habe 2-3 Sachen gelesen, aber nie allzu viel, weil es eben wirklich auf der Dauer auf ein bisschen auf den Magen schlägt, der Stil. Aber ne, das klingt interessant, auf jeden Fall. Aber das habe ich zum Beispiel noch nicht gelesen, was du gerade gesagt hast. Ja, naja, bleiben wir gleich im amerikanischen Raum und Südstaaten-Gedöns. Ich habe gelesen einen weiteren Brian Keene, nämlich den dritten Teil der Levi-Stolzfuß-Reihe. Wir haben ja da schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist so eine Sache, so, naja, Hexen, Dämonenjäger, was auch immer, der eigentlich der Glaubensgruppe der Mormonen zugehörig ist, der aber von diesen wegen seiner Praxistätigkeiten verstoßen worden ist, aber der eben so diese ganzen Volksaberglaube-Sachen praktiziert und so weiter und Dämonen austreibt und Blödsinn. Und dieser dritte Teil hat mir echt viel Spaß gemacht. Der ist deutlich unterhaltsamer gewesen als die Vorgänger. Er ist extrem blutig und extrem brutal, liest sich aber wunderbar weg. Erstens finde ich es geil, diese Mythologie-Elemente. Also wir haben hier quasi 7 Brüder in Krähengestalt, die einmal alle, was weiß ich was, paar Jahre die Möglichkeit haben, eine ganze Stadt abzuriegeln. Und sie dringen dann halt in dieser Krähengestalt zum Beispiel auch in die Häuser ein von den Leuten und so weiter. Und metzeln die halt wirklich hübsch da so vor sich hin. Also es fallen dann so Sätze wie, ach, guck mal, was ich da gefunden habe. Ah, es sind einige Damen. Hier, halt mal. Voll gut. Also hat mir echt Spaß gemacht. Und was ich halt wirklich mag, sind diese ganzen Mythologie-Elemente, die hier drin sind. Ich habe den, ich glaube, es war der erste von Keene, den ich gelesen habe. Oder ne, der zweite war es. Der erste war Leichenfresser damals. Den mochte ich eigentlich noch mehr. Aber mit dem hatte ich auch sehr viel Spaß damals, ja. Na, ich mochte halt tatsächlich den Humor, der hier mitschwingt. Weil das ist ja genauso wie die Zombies von Keene. Die haben ja eine ganz eigene Vorstellung von der Welt. Und das finde ich geil. Also ich bleibe dabei, ich lese ihn sehr gerne, auch wenn er nicht jedes Mal ja, voll abliefert. Genau. Ja, was hast du denn als nächstes? Ja, dann bleiben wir mal bei den Horrorsachen. Ich habe wie so oft einen Richard Layman gelesen. Und zwar diesmal einen, der mir gefallen hat. Das ist ja auch nicht ganz so oft. Und zwar Finster. Der Originaltitel war Night in the Lonesome October. Und es geht um einen Typen, der in einer Oktobernacht natürlich von seiner Freundin sitzen gelassen wird. Er wandert jetzt also den Blues habend durch die Stadt und da begegnet er einem geheimnisvollen Mädchen, beschließt ihr zu folgen und ab da geht's dann los. Es ist also nicht diese sehr übergriffige Story, wie man bei Layman sonst erwarten könnte. Sondern es ist eigentlich eine coole Love-Story mit Trollen. Okay. Und ich fand's echt lustig. Also es spielt auch innerhalb sehr kurzer Zeit. Hat mir unheimlich Spaß gemacht.
Ist natürlich wie immer bei Layman ein dickeres Buch, aber da habe ich ja keine Probleme mit. Mhm. Das ist so schnell geschrieben, dass es nicht langweilig wird. Ja, cool, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, bei Layman, ich will es immer noch gut finden, aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, was mir gefällt. Naja, bleiben wir bei Dingen, wo wir wissen, dass wir halbwegs okay Geschichten bekommen. Ich bleibe weiter bei Brian Keane und weiter bei Levi Stolzfuß. Es gibt nämlich noch eine Geschichte, die dazu gehört, beziehungsweise das ist ein Doppelband. Dieser nennt sich The Last of the Alba Witches. Und ja, das sind halt zwei Geschichten. Die erste Geschichte ist ziemlich cool. Da geht's um einen besessenen Galgenbaum, der so Leute zu Matsch haut, voll gut. Aber die zweite Geschichte, die versagt auf ganzer Ebene. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch schon wieder vergessen, worum es ging. Das Ärgerliche daran ist, dass er halt um diesen, also die sind verknüpft, die Geschichten, dass er um diesen lustigen Galgenbaum zu besiegen, einen der Dämonenfürsten einen Deal vorschlägt. Und eigentlich sollte es so sein, dass das Ganze mit dieser Reihe mal irgendwann weitergeht. Das ist allerdings seit 2015 angekündigt, aber auf absehbare Zeit nicht mehr in Sicht. Also eigentlich hieß es mal, er würde 2015 das neue Ding veröffentlichen. Das ist aber nie passiert. Aber wir haben ja schon gelernt, Brian Keane ist ein bisschen so ein Hallotri, was das angeht. Von daher habe ich ja die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Aber das macht halt diesen Cliffhanger so ärgerlich. Ja, also Last of the Alba Witches wird wohl noch dieses Jahr im Fester Verlag als Sammlerausgabe erscheinen. Mhm. Und die haben auch geschrieben, wir würden ja gerne mehr von ihm rausbringen, aber es ist echt schwer, von ihm eine Unterschrift oder einen Vertrag zu kriegen, weil er verschwindet mal für Monate ohne Spur. Ja gut, ich meine, das macht ihn ja eigentlich sympathisch. Ich finde das ja eigentlich ganz gut so, aber wie gesagt, das ist dann halt ärgerlich, wenn es wirklich einen Cliffhanger gibt, wo man gerne wüsste, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, also als Bilanz für die Reihe kann ich wirklich sagen, kann man mal machen. Es ist sicherlich Geschmackssache, aber mir hat Spaß gemacht. Das ist schön. Ich sag ja, ich mag ihn. Ja, wie geht's denn bei dir weiter? Ja, dann mache ich auch weiter und greife mal ein bisschen näher in die Zeit mit einem anderen Autor, den ich mag, nämlich Robert McCammon. Habe ich auch schon öfter erwähnt. Und es ist im Lucifer Verlag wieder ein Buch von ihm erschienen, aber diesmal kein neues, sondern eins aus den 80ern. Okay. Und es ist natürlich genau wieder was du nicht magst. Das heißt Boys Life, also es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Eigentlich nicht mal so wirklich. Es geht halt um einen Jungen in einem kleinen Städtchen im Jahr 1964. Er und sein Vater werden Zeugen eines Mordes. Aber genau zu sein, das ist eigentlich gar nicht wirklich die Handlung. Und das hat mich am Anfang, das ist auch wieder ein ziemlich dickes Buch, hat mich das ziemlich rausgebracht. Denn die einzelnen Kapitel in diesem Buch sind unglaublich anekdotisch erzählt. Also die haben teilweise nur sehr wenig miteinander zu tun. Und erst am Ende wird das Ganze dann ja nochmal aufgelöst. Aber nachdem ich mich an diese Erzählweise gewöhnt hatte, hatte ich doch mit einem großen Teil des Buchs Spaß. Also es ist auch sehr wenig Übersinnliches dabei. Mhm. Es gibt ein paar prophetische Träume und ein paar ja unheimliche Schatten, sag ich mal. Und einen Haufen ziemlich bekloppter Figuren. Aber so im Großen und Ganzen macht das Spaß. Und man hat auch nicht diese, also jedenfalls nicht diese typische Coming-of-Age-Love-Story mit drin oder sowas. Da also, geht's geht ja. Schon. Ja. Naja, außerdem habe ich die im März gehört, wieder ein Hörbuch von Bill Bryson. Denn ich arbeite mich ja da immer noch durch den Katalog durch. Nämlich The Mother Tank. Und ihr merkt schon, ich kann kein Englisch aussprechen, aber das wüssten wir ja schon. Aber es ist ein sehr interessantes Buch. Es hat ein paar sehr hübsche, interessante Fakten zur Sprachentwicklung, vor allem eben im anglistischen Raum. Es ist wirklich unterhaltsam, kann man gar nichts sagen. Aber als Hörbuch halt leider wirklich denkbar ungeeignet, weil wirklich ständig einzelne Worte buchstabiert werden und genannt werden. Und das ist halt kein Hörbuch, was du so nebenbei hören kannst. Aber thematisch auf jeden Fall voll interessant. Und auch von der Aufbereitung her gar nicht mal so schlecht.
Aber ich denke, das wäre ein Ding, das liest man lieber, als dass man es hört. Ich gehe ja so nach und nach durch seine Bücher als Bücher und ich kann es dir dann sagen, wenn ich soweit bin. Ja. Ja. Wo machen wir denn weiter? Ich habe wieder Klassiker gelesen. Ich glaube, da kann ich gleich zwei auf einmal abhandeln. Und zwar Jules Verne, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Mhm. Weil muss man nicht viel drüber sagen. Es ist einer der großen Jules Verne-Romane. Ich lese ja viel von ihm und er hat ja auch unheimlich viel geschrieben. Ja, okay. Auch viel komisches Zeug. Der hier ist einfach ein schöner, solider Abenteuerroman. Mhm. Kann man nichts groß Negatives sagen. Du könntest, du werden ja auch mal eigene Podcast machen. So viel, wie der gemacht ja, hat. Ja, das stimmt. Da kann man wirklich eine Menge rausholen. Und das gilt, glaube ich, auch für das zweite, was ich gelesen habe, nämlich Agatha Christie. Mhm. Mord im Pfarrhaus. Also den ersten Miss Marple von Anno dazumal. Ist das deine Premiere oder hast du die früher schon mal gelesen? Teilweise. Den hier kann ich zum Beispiel noch nicht. Mhm. Und ich war hier überrascht über die Art, wie es geschrieben ist. Nämlich als Ich-Erzähler, aber nicht von der Miss Marple. Ach. Ja, sondern okay. Von einem Nachbarn. Ja, das halt ist geil. Der in einen Mordfall verwickelt wird und die Miss Marple dann immer so als Nebenfigur dann alles auflöst. Fand ich cool gemacht. Coole Idee, auf jeden Fall. Es ist noch nicht so wie die späteren, also man merkt schon, dass es nicht als Auftakt zu einer Reihe gedacht war, aber es ist cool geschrieben, doch. Hat mir Spaß gemacht. Cool, finde ich gut, als Idee echt hübsch. Ja, ich habe auch weiter mit hübschen Ideen. Ich habe gelesen einen weiteren Tony Hawks, nämlich Playing the Moldovans at Tennis. Über Tony Hawks habe ich ja schon ein paar Mal mich unterhalten. Nein, es ist nicht der Skateboarder. Sondern das ist ein englischer, ja, Comedian, humoristischer Autor und so weiter und so fort. Und dieses Buch ist eine wundervolle Beschreibung, ein wundervoller Reisebericht eines Engländers in den ehemaligen Ostblockstaaten. Und ihr wisst ja, dass ich eben aus dem Ostblock komme, aus der DDR ehemals und so weiter. Und dadurch natürlich für so Sachen wie Kulturgut und Identität und so weiter auch ein gewisses Verständnis und ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl habe. Und das hier wirklich zu sehen, wie das sich da bei den üblichen Hindernisläufen, die da so stattfinden in der Bürokratie und mit Bestechung und bla bla bla, das war für mich sehr amüsant zu lesen. Also ich habe hieran wirklich wieder deutlich mehr Spaß gehabt als an Round Ireland with a Fridge und Somewhere in the West Country. Die waren beide nicht schlecht. Aber das hier hat mir mehr Spaß gemacht. Es geht halt auch wieder hier um eine dumme Wette. Also es geht wieder darum, er war wieder mal besoffen, wie es ja bei seinen Büchern häufig so ist, und hat mit seinem Kumpel gewettet, dass er gegen alle Nationalspieler der moldowianischen, weiß ich nicht, ob das richtig ist, Fußballnationalmannschaft spielt. Auch eben nicht Fußball, sondern Tennis. Und er muss alle Spieler, die gegen die er spielt, alle Spiele gewinnen, damit er eben diese Wette gewinnt. Und ich spoilere nicht, ob er es schafft. Gemein. Nein. Reden wir drüber, wenn die Sendung aus ist. ja, womit mache ich denn weiter? Ich glaube, ich nehme mal hier diesen Pack vor. Okay. Ich habe nämlich auch wieder Star Trek-Romane gelesen. Okay. Als erstes hatte ich Core of Engineers, den vierten Band. Mhm. Das ist eine E-Book-Reihe, die dann so nach und nach ja in gesammelter Form auch gedruckt erscheint. Immer so vier Bücher auf einmal, also vier kurze Novellen. Ja, die haben nette Ideen. Es kommen auch immer mal bekannte Figuren dort vor. Kann ich jetzt aber auch nicht großartig viel zu sagen. Das war jetzt nicht, ist nicht schlecht, aber auch nichts Berauschendes. Ja. Viel interessanter fand ich dafür den Next Generation Roman Jagd von John Jackson Miller. Der Klappentext lügt ein bisschen oder verdreht die Tatsachen. Es geht darum, dass Raumschiffe der Föderation, der Romulaner und so weiter
plötzlich Stationen und Planeten angreifen und Chaos und Zerstörung bringen. Und die Enterprise soll eins dieser Schiffe aufhalten, das geführt wird von Captain William T. Riker, also von dem ehemaligen ersten Offizier. Ja, cool. Es macht auch echt Spaß zu lesen, zumindest, sagen wir mal, 3/4, als wenn die Geschichte dann so langsam zur Aufklärung kommt. Natürlich steckt da was dahinter. Also dann wird es leider ein bisschen schwächer, aber ansonsten ist diese Schlacht zwischen Riker und Picard oder diese geistige Auseinandersetzung ist cool geschrieben und macht auch richtig Spaß zu lesen. Ich hätte das irgendwie cool gefunden, wenn Riker wirklich böse geworden wäre. Ja, aber dann hätte man es wahrscheinlich wieder umgedreht. Das ist sein gebeamter Doppelgänger-Klon. Ja, Thomas Riker. Davon bin ich jetzt mal ausgegangen, dass das die Lösung ist. Nein, es steckt tatsächlich was anderes dahinter. Gehe ich auch, ich verrate es natürlich auch nicht. Hat auch mit einer Geschichte aus anderen Romanen zu tun. Diese Romane sind ja auch ein ziemlich verwobenes Universum bei Star Trek mittlerweile. Aber auf jeden Fall eine interessante Sache. Wie gesagt, ich habe halt mit Star Trek nicht so viel Kontaktpunkte. Aber es klingt auf jeden Fall als Ansatz sehr spannend. Ist auf jeden Fall einer der besseren, die ich in letzter Zeit gelesen habe, ja. Wie ist denn bei diesen Dingern immer so der Umfang ungefähr von den Seitenzahlen? Das ist ziemlich unterschiedlich. Der hier hatte jetzt so etwas über 400. Also es gibt auch viel dünnere. Es gibt aber auch teilweise welche, die bis 900 gehen. Also schon so richtige Knaller. Okay. Ja, na wie gesagt, spannende Ansätze und spannende Ideen habe ich auch bei einem neuen Autor, den ich jetzt zum ersten Mal gelesen habe, nämlich George Mahut. Und der hat das Buch Free Country herausgegeben vor einiger Zeit. Auch das ist wieder so ein bisschen humoristisch. Ihr merkt schon, jetzt so nach dem Umzug und während die Welt hier draußen untergeht wegen bösen Viren, gehe ich ein bisschen mehr in die lustige Ecke. Und hier geht's wieder um einen Reisebericht. Das ist die Idee, zwei Bekloppte, zwei gute Freunde reisen durch England. Sie starten nur in Boxershorts und erfragen den ganzen Rest unterwegs. Das heißt, sie haben wirklich nur Boxershorts an und fangen dann eben an, sich irgendwann Schuhe zu erbetteln, fangen dann irgendwann an, sich sogar Fahrräder zu erbetteln und so weiter, ihre Mahlzeiten zu erbetteln und halt auch zu erarbeiten natürlich. Aber sie dürfen kein Geld annehmen, sie dürfen nur Sachwerte annehmen. Und das Buch lebt halt wirklich von der Chemie zwischen diesen zwei Freunden, die auch wunderschön ist, wie sie halt in diesem Verlauf dieser Reise ich natürlich fand auch... Das schon interessant. Ich sagte, da hast du, glaube ich, drüber getwittert. Genau, das ist der Punkt, denn dieser George Mahut hat vor einigen Tagen, deswegen weiß ich leider nicht mehr, ob es dieses Angebot noch gibt, festgestellt, dass sein Buch jetzt, oder beworben, dass sein Buch bei Amazon momentan kostenlos erhältlich ist. Wenn das Angebot noch gilt, kann ich es euch sehr empfehlen. Ansonsten, wenn ihr ein Kindle Unlimited Abo habt, ist es sowieso kostenlos. Aber sehr geiles Buch, hat sehr viel Spaß gemacht. Eben vor allem wirklich die Chemie zwischen den zwei Jungs, wenn dann eben auch mal ein beschissener Tag ist. Wenn es dann den ganzen Tag mit dem Fahrrad nur bergauf geht und es schifft die ganze Zeit, wie sich diese zwei Kollegen dann halt ganz doch belüffeln. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ist cool. Klingt so, ja. Ja, so lustige Sachen habe ich nicht ganz so viel. Kommen wir später noch dazu. Aber ich habe auch einen neuen Autor gefunden. Und zwar Paul Tremblay. Das Buch lag schon eine Zeit auf meinem Stapel und ich habe gedacht, irgendwoher kennst du den Namen. Ich habe festgestellt, ich habe noch ein Buch von ihm auf meinem Stapel liegen. Das Haus am Ende der Welt. Und wenn man die Beschreibung liest, also sie wollten nur Urlaub am See machen, sie ahnten nichts Böses, dann tauchten 4 Fremde auf und der Albtraum beginnt. Das klingt so wie ja eine 0815 Horrorgeschichte, die man schon 1000-mal gelesen, gesehen, was weiß ich hat. Das Ganze ist zum Glück ganz anders. Es ist also ein
Paar mit Tochter, ein schwules Paar mit Tochter, das dort an einem abgelegenen See Urlaub macht. Und da tauchen diese vier Typen auf und erzählen was vom Ende der Welt. Und es scheint sich auch irgendwie zu bestätigen in den Nachrichten. Und das Ganze ist ein richtig schön fieses Psychospielchen, bei dem es am Ende doch auch einige Tote gibt. Okay. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Das klingt auf jeden Fall spannend. Und wie ist denn so der Umgang mit dieser Homosexualität? Das fand ich ja bei Brian Keaton immer zum Beispiel toll. Das wird erwähnt, aber das ist eine Tatsache. Da wird nicht drauf rumgeritten oder was, oder das als was Besonderes dargestellt, sondern das ist einfach ein Faktum. Das wird zur Kenntnis genommen und mehr nicht. Und das finde ich ja immer ziemlich toll. Ja, das ist hier auch so ähnlich. Es beginnt halt mit diesem Mädchen und das dann so irgendwie so ein bisschen erzählt, dann auch, ja, mein Papa so und so, bla bla bla, und mein Papa so und so, bla bla bla. Und so wird das Ganze eingeführt. Mhm. Und es ist einfach, ja, wie es halt auch ist, normal. Cool, das finde ich gut. Solche Bücher brauchst du mehr. Ja, fand ich auch. Wenn es dann halt tatsächlich noch ein bisschen spannend ist, ist es umso besser. Also Stephen King hat geschrieben, nervenzerreißend spannend. Das ist zwar, wenn er sowas schreibt, nicht unbedingt immer positiv. Wollte ich gerade sagen. Aber ich fand es doch sehr gut. Okay, ich habe noch ein weiteres Hörbuch, diesmal so ein bisschen in die, naja, nicht Fachliteratur, aber in die Realliteraturschiene, nämlich Other Minds von Peter Godfrey Smith. Und das ist ein ziemlich cooler, wirklich interessanter, evolutionsphilosophischer Blick auf Oktopäden. Ist das der richtige Plural? Auf Oktopusse. Ihr wisst schon, was ich meine. Oktopoden, oder? Ich weiß Oktopoden? Es nicht. Ja, ich glaube Oktopoden. Ja. Deren Nervensystem im Vergleich eben zum Menschen und wie sich das Ganze im Laufe der Evolution so entwickelt hat und wo sich das so auseinanderentwickelt hat und warum und so weiter. Aber eben auch, was das für Auswirkungen hat auf die Wahrnehmung und daraus halt eine Hypothese abgeleitet auch, wie denken wir, wie denken diese Tierchen, wie denken oder wie empfinden diese Tierchen oder was nehmen wir wahr oder wie wird es für spätere Evolutionsstufen mit der jeweiligen Sache weitergehen, mit dem jeweiligen Ast. Und das muss ich sagen, das war wahnsinnig geil erzählt, hat wahnsinnigen Spaß gemacht und gut, wie gesagt, die fachliche Seite kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber es klang jetzt nicht wie totaler Blödsinn. Und das, muss ich sagen, war persönlich so ein bisschen mein Highlight im März. Das klingt auch gut, ja. Es ist eigentlich so die Art von Buch, die ich gerne mehr lesen würde. Ich werde mir dafür mal auf die Liste packen. Aber wie gesagt, also ich weiß gar nicht, ob das direkt als Buch auch irgendwo zu kriegen ist. Ich habe es halt hier jetzt tatsächlich als Hörbuch gehabt. Und die Erzählweise war auch ziemlich cool. Also das war nicht einschläfernd oder so. Das konnte man sehr gut anhören. Ja, klingt gut. Aber wie viel hast du denn noch? Im März habe ich jetzt noch ein Buch. Und im April 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dann habe ich auch noch 6 oder 7. Naja, egal. Kriegen wir schon hin. Naja. Dann mache ich weiter mit einem Horrorautor aus den 80ern, den ich bis jetzt ziemlich vernachlässigt habe, aber der auf jeden Fall noch ein bisschen mehr laufen wird bei mir. James Herbert, britischer Autor. Ich glaube, ein oder zwei Bücher habe ich vor langer Zeit mal von ihm gelesen und jetzt habe ich gelesen Die Ratten. In London tauchen plötzlich große schwarze Ratten auf und fangen an, die Menschen anzuknabbern. Ich glaube, das habe ich mal gelesen. Das habe ich gut in Erinnerung. Es macht auch echt Spaß. Also es ist nicht zu explizit geschrieben. Die Kapitel lesen sich sehr, ja, großteils sehr unabhängig voneinander. Also wird dann mal hier die Geschichte erzählt und hier. Und doch alles zusammenhängt, auch durch verschiedene Figuren. Ist schön geschrieben. Und das Buch hat auch ein paar nette Twists. Also hat echt Spaß gemacht. Ist auch nicht besonders dick, also so einen, den man so schön mal weglesen kann, mit knapp über 200 Seiten. Und wenn ich so reingucke, also James Herbert hat noch ein ganzer Haufen Zeug geschrieben, werde ich mich auf jeden Fall mal weiter mit beschäftigen. Ja, kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Also wenn das Buch ist, was ich glaube, dass es das ist, dann war das, hat mir das auch viel Spaß gemacht. Ich muss aber zugeben, ich glaube, weiter habe ich von ihm auch noch nichts gelesen. Sollte man mal ins Auge fassen.
Gut. Ich glaube, es gibt noch einen Roman, Die Brut. Ich glaube, das könnte noch so ähnlich sein. Mhm. Aber ja. Dann komme ich zu meinem letzten Buch vom März, nämlich Mit Dornen und Widerhaken von Thomas Sichelschmied. Ah, ja, es ist jetzt nichts Besonderes. Geht auch recht schnell, sind glaube ich 200, 300 Seiten, also, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Idee dahinter ist, dieser handelnde Protagonist nimmt irgendwann in seinem Leben eine lustige LSD-artige Tablette zu sich und mutiert daraufhin. Er entwickelt so putzige, hohle Fingernägel, so krallenartig, und einen unsagbaren Durst nach, sagen wir, Körperflüssigkeiten, in erster Linie Rückenmark und so weiter und so fort. Und stellt dann eben fest, dass er, je mehr er von diesem Zeug konsumiert, einerseits es ihm natürlich gut geht und voll gut und alles, aber dass er dadurch auch die Gedanken von Leuten lesen kann und vor allem diese Leute auch manipulieren und steuern kann. Und was mir hier ein bisschen ja, Spaß gemacht hat, auch wenn es an sich eine relativ durchschnittliche Geschichte ist, auch stilistisch jetzt nicht so geil, aber was mir gefallen hat, es war so ein bisschen in diesem Zirkusumfeld. Und da hatten wir ja schon mal uns drüber unterhalten, ich mag ja keine Clowns, aber so Karneval, Zirkus, Freakshow-Sachen, die mag ich ja persönlich immer sehr gerne. Und das nächste Gute ist, hier gab es kein Happy End. Es ist schön blutig, es ist richtig schön dreckig. Kann man machen. Es ist nichts Besonderes, aber es ist ganz, ganz okay. Ja, ich habe mit dieser ganzen Zirkusatmosphäre immer so ein bisschen meine Probleme. Das mag ich auch. Es sei denn natürlich, es handelt sich um kinderfressende Clowns. Aber doch, ja. Könnte ganz gut sein. Also wie gesagt, es tut halt auch vor allem nicht weh, weil es so kurz ist. Ne? Also ja, ist keine abendfüllende Beschäftigung. So einen hatte ich hier auch. Ich hatte ja in einer letzten Folge gesagt, ich will mal ein bisschen Ira Levin weiterlesen. Und ich habe mir diesmal die Frauen von Stepford vorgeknöpft. Ist auch ein ziemlich dünnes Buch. Man kennt die Geschichte, glaube ich, auch aus den Verfilmungen. Also es zieht jemand neu in diese Straße und die neuen perfekten Nachbarinnen, da stimmt irgendwas nicht. Und naja, sie sind dann halt Roboter. Es ist ganz nett, es tut nicht weh, man kann es lesen. Viel mehr habe ich da gar nicht dazu zu sagen. Ich weiß halt bei Ira Levin immer nicht, fehlt mir nur irgendeine Verständnisebene, die durch die Zeit kommt. Ich meine, das ist ja nun auch alles, wie gesagt, so 60er, ne? 60er, 70er. Ja, er hat über einen längeren Zeitraum war er aktiv, aber das Buch ist, glaube ich, von 72 ist das hier. Ich weiß halt da immer nicht, ob man das wahrscheinlich wirklich so im Zeitkontext lesen muss. Eben so diese Anfänge der Frauenbewegung und sexuelle Revolution und Zeug und Elend und aber ich weiß nicht, mir gefällt er immer unglaublich schwer. Ich glaube, man muss es wirklich sehr im Kontext lesen, also das Buch oder auch Rosemary's Baby, das hat sehr viel Zeitgeschehen drin. Ich glaube, deswegen fand ich Rosemary's Sohn auch ein bisschen merkwürdig teilweise, weil das Zeitgeschehen näher liegt und trotzdem sehr altbacken gewirkt hat. Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, der es trifft. Es wirkt altbacken, obwohl es viele Ideen hat, die zu der Zeit wahrscheinlich trotzdem noch relativ revolutionär waren. Ich kann mir schon vorstellen, dass es zu seiner Zeit ja schon mehr geknallt hat, so ein Buch. Heute hat man einfach zu viel schon gesehen, dass es einen noch so richtig umhaut, aber es ist halt ja, einfach nett. Okay, mal tut nicht weh. Unterhaltung für abends mal. Dann würde ich sagen, bleiben wir gleich bei dem Thema tut nicht weh, aber es ist nur nett. Ich habe die Primordia-Reihe im April fertig gelesen. Auch darüber haben wir uns schon ab und zu unterhalten. Der Autor nennt sich Greg Beck. Auch der, eigentlich viele gute Sachen, aber auch unglaublich viel Schrott dabei.
Wir hatten uns da, glaube ich, schon mal unterhalten. Die Idee ist, es gibt einen Kometen, der alle 10 Jahre wui über die Welt macht und an einem ganz bestimmten Teil in Südamerika über so einem Hochplateau öffnet er quasi ein Dimensions- und Zeittor in eine prähistorische Welt. So, und wir hatten im ersten Band ist, dass der junge Mensch, also ein junger Mensch findet das Tagebuch seines Großvaters, das sich so ein bisschen auf die verlorene Welt so konzentriert und stellt dann aber fest, ey, das ist gar keine Abenteuergeschichte, sondern da hat es tatsächlich gemacht. Und sie gehen halt hin, wollen das erforschen und dabei wird eben dieser besagte junge Mensch gefangen in dieser anderen Zeitlinie. Und seine Freundin muss dann 10 Jahre warten, das ist dann der zweite Teil. Und nach 10 Jahren geht sie halt mit einer großen Truppe aus Söldnern dorthin und will ihn dort halt rausholen. Das gelingt auch. Auf dem Weg allerdings hinterlassen sie einen Forscher, der quasi während dieser Expedition abhaut, weil er das so geil findet, dass er eben diese Dinosaurierwelt erforschen kann und so weiter, was halt voll sein Fachgebiet ist. Und im dritten Teil ist jetzt der Gedankengang, dass dieser in der Welt gebliebene Forscher plötzlich diese ganze Evolutionsschiene durcheinander bringt. Und das klingt eigentlich nach einem ziemlich geilen Grundgedanken. Aber leider ist er mir erstens viel zu holprig. Es gibt viel zu viele Auslassungen, viel zu viele Logiklöcher. Zumal noch dazu kommt, dass eben diese ganzen Konsequenzen, die das, was der jetzt in 10 Jahren macht, jetzt erst auftritt. Aber eben als der erste Typ die 10 Jahre dort verbracht hat, ist nichts passiert. Das fand ich alles ein bisschen Aber trotzdem, ich habe an den Viechern Spaß. Es gibt einen Haustier-Dinosaurier. Und was mir halt wirklich gefallen hat, diese Änderungen treten halt so stoßhaft auf. Das heißt, es gibt dann irgendwie eine Saison, wo an der Küste kein Angeln mehr möglich ist, weil da irgendwelche Riesenviecher plötzlich aus dem Wasser kommen. Und diese Evolution passiert eben so sprunghaft, dass aber dann plötzlich die Leute, wenn sie schon in den Klauen dieses Viechs sind, sich denken, ach, warum bin ich denn bescheuert? Ich weiß doch eigentlich, dass jetzt diese Saison für diese Viecher ist. Und den Gedankengang, den fand ich eigentlich ganz nett. Aber wie gesagt, es hat mir halt leider ein bisschen zu viele Logiklöcher. Und als Abschluss war es mir dann doch ein bisschen zu dünn. Eigentlich schade. Das Konzept ist nämlich tatsächlich ziemlich cool. Naja. Was mir auch ein bisschen dünn war, ich habe Joanne Lansdale gelesen. Und zwar die ersten beiden Romane seiner Reihe um Hap und Leonard. Das ist doch ohne so eine Serie gewesen, mal eine Zeit lang, ne? Genau. Die ersten beiden Bände sind Wilder Winter und Mucho Mojo. Also der eine ist ein Pazifist, weiß, hetero. Der andere schwarz, schwul und Vietnam-Veteran. Und ist halt die besten Freunde schon ewig. Und das Ganze ist, also ich kenne Lansdale ja hauptsächlich als Horrorautor. Da mag ich ihn eigentlich auch. Aber das Ganze ist mehr so ein Krimi, der so ein bisschen Humor drin haben soll. Und ich glaube, das ist auch bei mir das Problem. Der Humor funktioniert bei mir überhaupt nicht. Die Geschichten sind ja noch relativ 0815. Also sie sind keine Ermittler oder sowas, sondern sie werden halt immer in komische Fälle reingezogen. Könnte man sich als 80er Jahre Fernsehserie gut vorstellen. Aber so, ich meine, ich werde auch den dritten irgendwann mal lesen. Mit Sicherheit. Richtig überzeugt hat mich es nicht. Es tut aber auch nicht weh. Es ist halt auch einfach so nebenher. Und wahrscheinlich frisst es auch nicht allzu viel Zeit, ne? Nein, also die beiden Bücher haben, ich weiß nicht, bei knapp unter 300 Seiten jeweils. Okay. Ja, dann bleibe ich gleich weiter bei Dinosauriern, wie ich es gerade schon hatte. Ich habe gehört, Dinosaurs, A Very Short Introduction von David Norman. Ja, was soll ich sagen? Ich mag Dinos. Das Thema ist wirklich eine hübsche Einführung in diverse Aspekte. Also
Das fängt an bei eben, wer war da jetzt gefiedert, wer hatte vielleicht sogar Fell oder Schuppen oder was auch immer. Es geht um Dino-Kacke. Also es ist ein wirklich hübscher Überblick. Natürlich kein tiefgehender, aber eben wirklich ein kurzer Einstieg. Und es hört sich so leicht weg, es ist schön erzählt, es ist nicht sonderlich einschläfernd. Und ab und zu lernt man doch mal noch was Neues. Also ist ganz cool. Und ich denke, gerade wenn man vielleicht Kinder hat oder sowas, jetzt ist es natürlich englischsprachig, aber ich weiß nicht. Also an sich für Kinder würde ich es gut finden, glaube ich. Ja, mit Dino Kacke wird alles besser. Ja. Manche Menschen auch. Manche Menschen können aber auch nur besser werden, egal mit was. Das stimmt auch. Ich habe gelesen Boy von Roald Dahl. Oh, jetzt bin ich gespannt. Sprich mit mir. Es ist kein Roman, das muss ich gleich vorweg sagen. Es ist autobiografisch, Schönes und Schreckliches aus meiner Kindheit. Ich würde sagen, es ist mehr Schreckliches als Schönes, aber es liest sich trotzdem ganz lustig. Also er erzählt von seinem Vater, von seiner Zeit auf einer englischen Privatschule oder verschiedenen englischen Privatschulen, sadistische Erzieher und sehr viele komische Geschichten von einer toten Maus, die sie in einem Süßigkeitenglas verstecken und alles Mögliche. Fand ich richtig schön. Es sind kurze Kapitel, immer so eine Geschichte, konnte man nett lesen. Und ich mag den Stil von ihm. Ich will schon seit längerem auch ein paar mehr Romane von ihm lesen. Ich habe bis jetzt, glaube ich, erst ein oder zwei gelesen. Das hat mich jetzt wieder aber überzeugt, dass ich das doch mal anpacken sollte. Ich weiß, dir hat man ja auch empfohlen, als du nach lustigen Autoren gefragt hast. Genau. Ja, wie gesagt, ich mag Roald Dahl eigentlich sehr gerne, aber ich habe bei ihm auch manchmal so, er hat ja manchmal wirklich ganz abstruse Momente. Und die machen mir dann schon wieder zu schaffen, weil dafür ist er mir dann doch wieder zu ernsthaft eigentlich. Aber ich möchte auch den so gerne mögen. Ja, das war auch das, was ich hier in diesem Buch komisch fand. Es ist so, locker komm, ich erzähle euch mal was Lustiges aus meiner Kindheit. Und dann kommen da so richtig üble Hardcore-Geschichten. Aber auf die Art, wie er es erzählt, fällt das dann nicht so sehr auf. Also macht dann doch Spaß. Ja, kommen wir wieder zu dem Unterschied zwischen humorvoll und es tut trotzdem weh beim Lesen. Ich habe gehört, The Body von Bill Bryson, das ist das neueste Buch. Ich weiß nicht, ob du es schon mal in der Hand hattest. Noch nicht. Es ist wirklich eine geile Idee. Es geht halt wirklich so darum, was ist unser Körper, was muss man so als Bewohner eines solchen Körpers so wissen. Ich glaube, ich hätte mehr Spaß an diesem Buch gehabt, wenn ich es nicht in der aktuellen Situation gelesen hätte. Während wir hier von bösen Viren und Tod und Teufel heimgesucht werden. Das Schlimme ist, er erzählt halt auch so ein bisschen über Gesundheitssysteme und Gedöns und Zeug. Und diese Momente sind dann echt schmerzhaft in der aktuellen Situation. Das tut wirklich weh. Es war leider der ungünstigste Zeitpunkt. Aber es ist ein interessantes Buch. Es ist weniger humorvoll als die anderen Sachen. Dadurch halt auch das Thema ein bisschen ernsthafter ist. Aber es macht trotzdem Spaß. Das Einzige ist, hier ist Bryson wieder der Vorleser. Und das klappt bei mir nur so mittelgut. Ja, Autoren, es sind in den seltensten Fällen die besten Vorleser. Das klappt höchstens bei so Känguru-Chroniken. Aber ich erinnere mich auch an andere Sachen, die von den Autoren vorgelesen wurden. Das sind halt keine professionellen Leser. Aber wie gesagt, also trotz allem eine Empfehlung, nur wenn ihr jetzt wegen der aktuellen Lage sowieso schon leicht geneigt seid, in Depressionen zu verfallen oder düstere Stimmungen, dann würde ich es vielleicht doch lieber zu einem späteren Zeitpunkt lesen, wenn wir das alles irgendwann mal überstanden haben. Gut, was gibt's bei dir noch?
Ja, ich habe den zweiten Fall für Katie McGuire gelesen, Gequälte Engel von Graham Masterton. Auch für der erste Band, eigentlich Masterton ein Horrorautor, ist das hier wieder reiner, waschechter Krimi. Es geht um die Leiche eines Pfarrers, die ziemlich übel zugerichtet wird und wird von zwei Fischern gefunden und ja, kurz darauf ein zweiter Priester und ja, man kann sich ja denken, worauf das Ganze hinausläuft. Vor allem, wenn das Ganze in Irland spielt. Die Geschichte hat aber dann tatsächlich doch noch einen Twist, was das Motiv angeht. Das fand ich ganz lustig. Die Hauptfigur Katie McGuire ist in meinen Augen ein bisschen blass. Da hatte ich im ersten Band mehr Spaß mit ihr. Aber ist trotzdem ein ziemlich solider Krimi. Und da habe ich dann gleich weitergelesen. Aber nicht den dritten Roman, den habe ich auch noch liegen, sondern die Kurzgeschichte Auge um Auge von Graham Masterton. Die ist nämlich in einem kleinen schwarzen Buch erschienen, das der Fester Verlag für seine Leser so als Geschenk mal gedruckt hat. Zusammen mit Wir sind alle verrückt hier von Tim Miller und Die Ordner von Edward Lee. Also sie hatten damals versucht, Bücher, wir haben geschrieben, wenn ihr die über unsere Homepage direkt bei uns kauft und abonniert, bekommt ihr Nachlass. Wir haben in Deutschland Buchpreisbindung, es ging natürlich nicht. Sie bieten es an für die Bücher, die eben nicht im normalen Buchhandel erscheinen, also da geht das noch immer. Aber als Entschuldigung für Leser, die Abos abgeschlossen haben, haben sie dann dieses Buch exklusiv gedruckt mit den drei Geschichten und verteilt. Ja, und diese Graham Masterton-Geschichte ist auch wieder schöne Kurzgeschichte aus diesem Krimi-Universum. Kann ich nichts Negatives zu sagen. Tim Miller, Wir sind alle verrückt hier, das kann mich am Titel schon denken, es ist eine Alice im Wunderland-Geschichte. Die sogar eine ziemlich gute. Ich glaube, die habe ich auch schon gelesen. Ja, die hat mir Spaß gemacht. Ist ziemlich abgedreht. Hat auch so Querverweise auf andere so fantastische Universen. Und Edward Lee war eine sehr interessante Geschichte, weil er sich selbst irgendwie doch mit eingebaut hat. Ich glaube, das ist etwas, was man wirklich nur so in der Kurzgeschichte machen kann, was er hier macht. Er springt auch zwischen den einzelnen Figuren hin und her. Und ich habe ja manchmal auch Probleme mit ihm, aber das fand ich doch ziemlich cool. Mhm. Überhaupt ein nettes kleines Buch und schön, dass man sowas mal einfach kostenlos bekommt. Ja, auf jeden Fall. Ja, nun ja, dann habe ich jetzt nur noch zwei Bücher übrig. Wie viele hast du noch? Ja, machen wir auch zwei. Hervorragend. Ja, ich habe dann noch gelesen Every Day is a Holiday, auch von George Mahut, den hatten wir ja gerade schon. Und hier geht es darum, dass er aus purer Langeweile sich irgendwann damit beschäftigt, was für dämliche Feiertage, so diese Internetfeiertage, du weißt schon, was ich meine. Heute ist Red Shirt Day oder heute ist Tag der grünen Hose, weil das irgendwas mit Prostatakrebs Awareness zu tun hat und solche Sachen. Und er hat sich halt jetzt vorgenommen in diesem Buch, dass er mindestens zwei Feiertage pro Tag da eben feiert in irgendeiner Form, dass er da halt auch wirklich irgendwas damit macht für das erste halbe Jahr, also bis Juni gewissermaßen. Und das Ganze ist ganz amüsant geschrieben. Es ist jetzt natürlich nicht unbedingt so richtig abendfüllend, aber es lebt sehr viel eben von dieser Abstrusität, dass er eben drei kleine Kinder zu Hause hat, eigentlich als Fotograf arbeitet, also wo sehr viel Tagesfreizeit hat in seinem Fall und seine Frau ihm halt den ganzen Tag kurz runtergibt, weil er da wieder irgendwelchen Blödsinn macht. Und das geht halt, wie gesagt, weiter mit einhändig Radfahren oder Monat der Dosensuppe, wo er dann ein Gag draus macht, dass er halt einen Monat lang jeden Tag ein anderes Dosengericht als Basis für sein Kochen nimmt und solche Sachen, worüber seine Frau natürlich auch fürchterlich begeistert ist. Und ja, also es ist unterhaltsam, es ist nichts Besonderes. Free Country hat mir besser gefallen, aber es macht trotzdem Spaß zu lesen und es könnte tatsächlich einer meiner
neueren, interessanteren, humorigen Autoren sein für die nächste Zeit. Ja, es freut mich, wenn man über den noch ein bisschen mehr hört. Das klingt nämlich alles doch tatsächlich sehr interessant. Ja, ich habe jetzt noch eine Kurzgeschichtensammlung, die eher so mäh ist. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass es auf Deutsch Bücher gab, in den 80ern, glaube ich, die die Geschichten aus den Twilight Zone Magazinen veröffentlicht hat. Und nachdem ich drei Stück gelesen habe, habe ich entdeckt, es gibt noch ein viertes, ein Magisches Dunkel. Vorne auf dem Cover steht unheimliche Geschichten von Stephen King, Peter Straub, Ramsey Campbell und so weiter. Ramsey Campbell ist tatsächlich der einzige von den genannten Autoren, die tatsächlich in dem Buch drin sind. Die anderen sind in anderen Sammlungen enthalten. Ja, und außer Campbell kenne ich, glaube ich, hier so gut wie niemanden, der da abgedruckt ist. Und ja, das, na gut, Charles L. Grant vielleicht noch. Aber da merkt man schon, ja, die Qualität der Geschichten ist auch so, dass man die Autoren nicht unbedingt kennen muss. Also, ich mag zwei Bände dieser Reihe und zwei Bände kann man getrost komplett in die Tonne kloppen. Also selbst die Geschichte von Campbell reißt da nichts mehr raus. Ja, auch das, wie gesagt, Campbell ist ja immer so ein bisschen... Der kann so gut sein, aber meistens ist er so schlecht. Es kommt immer darauf an, wie man an ihn rangeht. Er ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber ich mag ihn eigentlich. Gut, dann würde ich mein letztes noch nennen. Auch das ist wieder ein Hörbuch. Ihr merkt schon, zum eigentlichen Lesen kam ich die letzte Zeit nicht sonderlich viel. Das ist aber, wie gesagt, der ganzen Umzugsthematik geschuldet. Aber ich habe jetzt noch gehört, oder bin jetzt gerade noch dabei, Underworld von Graham Hancock. Und wer mir auf Twitter folgt, da wird schon festgestellt haben, dass das so ein Hörbuch ist, das ich schon dreimal weggelegt habe, weil ich beim Hören eingeschlafen bin. Das liegt aber daran, dass ich in letzter Zeit so nieder bin. Aber jetzt beim dritten Versuch gebe ich zu, es ist ein unterhaltsames Hörbuch. Es macht Spaß. Es geht halt so ein bisschen um diverse Tauchexpeditionen, um versunkene Zivilisationen, um Atlantis, um... Ja, naja, Geschwurbel halt, ne? Das ist alles so ein bisschen, die unterschlagen uns doch alles und Blödsinn und die Archäologie, die ist doch nur auf ihre Lehrstühle aus und so weiter. Und es gibt eine alternative Archäologie. Inhaltlich brauchen wir darüber wahrscheinlich nicht allzu sehr reden. Das ist dasselbe wie bei denigen, nur nicht ganz so schlimm verschwurbelt, meiner Meinung nach. Aber ich muss sagen, es macht trotzdem, wenn man das liest wie ein Abenteuerroman, das sage ich immer wieder, trotzdem Spaß, das zu hören und zu lesen. Und gerade hier diese Tauchthematik, das ist ja so ein Ding, ich liebe Wasser, das wissen wir alle. Tauchen werde ich aber nie selber so können. Und ich finde das aber eine unglaublich geile Beschäftigung. Und was halt noch dazu kommt, Hancock hat halt wirklich Humor. Und der nimmt sich auch selber nicht ganz für voll. Also es fällt dann der Satz The Voice of Stupidity One. Den fand ich so schön, den Satz. Aber allgemein hat er halt ab und zu so seine Momente, wo er eben in seinem Forscherdrang vergisst, dass er eben doch schon weit über 40 ist wahrscheinlich. Und holt sich dann halt bei diesem Tauchgang eine böse Unterkühlung weg und so weiter. Oder versucht halt in jugendlichen Wahnsinn mit seinem 20-jährigen Tauchbegleiter zu konkurrieren und versagt natürlich täglich. Und unter all diesen Aspekten ist das wirklich unterhaltsam zu lesen, zumal ich halt immer noch für diese ganze Atlantis-Thematik ein bisschen ein großes Herz habe. Aber wie gesagt, man darf es halt nicht zu sehr ernst nehmen. Ja, ich mag solche Sachen ja auch, aber du hast recht, man muss sie als Abenteuergeschichte lesen, sonst dreht man irgendwann durch. Deswegen habe ich da auch manchmal Probleme mit, also zu viel Schwurbel und dann muss ich es zur Seite legen. Das kann ich da nicht ertragen. Ja, also das ist auf jeden Fall richtig so. Aber hier sind wir halt wirklich noch ein bisschen auf der Schiene. Das ist eben nicht denigen Level, ne? Also es ist deutlich unter denigen Level. Aber macht Spaß, macht einfach Spaß. Man darf es nur nicht zu voll nehmen.
Auf einer Skala von 1 bis Däniken, wie schwurbelig sind sie? Ja, ich habe dann als letztes noch ein Buch von einem meiner Lieblingsautoren. Was komisch ist, denn ich mag eigentlich nur so in etwa die Hälfte seiner Bücher, aber trotzdem. John Irving. Ich habe von ihm jetzt Owen Meany gelesen und hatte diesmal wieder sehr viel Spaß dabei. Also es geht um die Freundschaft zweier Jungs, später dann halt auch junger Männer. John, der die Geschichte erzählt, und sein bester Freund Owen Meany, ein Kleinwüchsiger mit sehr komischer Stimme, also hier auch geschrieben wie der Tod bei in der Scheibenwelt, immer in Großbuchstaben. Okay. Es kommt zu einem Unfall, bei dem Owen die Mutter von John mit einem jetzt habe ich schon vergessen, ein Eishockey-Puck, glaube ich, tötet. Oder nein, Quatsch, ein Baseball war es. Wirklich nur ein Unfall und die beiden sind weiterhin Freunde. Aber daraufhin wird Owen immer merkwürdiger und hat Visionen. Mhm. Die Geschichte geht dann halt über ihre Kindheit, die Schulzeit, bis hin dann zum Studium und darüber hinaus. Und zwar in den 50er, 60er, 70er Jahren. Teilweise auch ein bisschen mit Zeitsprüngen. Mhm. Und auch immer schön mit Zeitgeschichte durchsetzt. Also dieser John wohnt dann bei seiner Oma. Und als sie dann einen Fernseher bekommen, läuft der ständig. Und so werden sie dann halt Zeuge und immer wieder Zeuge, wie Kennedy erschossen wird zum Beispiel. Und ganz am Ende erfüllen sich dann auch die Visionen von Owen, aber auch wieder etwas anders, als man denkt. Also es ist ein Buch, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das einzige Problem, was ich damit hatte, in der Ausgabe, die ich habe, ist eine ältere Ausgabe aus dem Diogenes Verlag, sind irgendwo mal 16 Seiten doppelt und später fehlen 16 Seiten. Oh, das ist doch scheiße. Wie kann man ja nicht sowas machen? Ich glaube, wir haben es nicht absichtlich gemacht. Gut, das Buch ist so dick, dass es tatsächlich 16 Seiten ist gar nicht viel auffallen, aber trotzdem. Ja, das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Aber es klingt auf jeden Fall spaßig. Also es klingt interessant. Ja, also ich lese ihn sehr gerne. Also er hat ein paar richtig tolle Sachen geschrieben. Mhm. Gut. Hast du sonst noch diesen Monat irgendwas konsumiert, worüber du reden möchtest? Ich habe noch einiges konsumiert, aber nichts, worüber ich reden möchte. Okay. Flo, es war wie immer wunderschön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Und es war mir ein Vergnügen. Ich würde sagen, die nächsten Monate machen wir dann das alles wieder nachplanen, ne? Genau. Genau. Gut, dann danke ich dir. Lass es dir gut gehen. Mach dir einen wunderschönen Abend. Lass dich nicht von der Pest dahin raffen. Und wir hören uns dann Ende Mai wieder mit den Büchern für den Mai. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war Delateratur mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Delasaster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.